Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer. Hier haben wir unseren lieben Tassilo. Tassilo, vierte Generation, und er ist momentan hier oben in unserem Sammlerzimmer unterwegs. Ich weiß gar nicht, was er da oben eigentlich gemacht hat. Ich glaube, hat er irgendwas mal einfach angeguckt. Genau, da liegt ja die Medizin. Ah ja, und die Voodoo-Puppe, ne? Die liegt ja auch hier. An Vanessa Paulus binden. Hä? Entbinden. Kannst du das noch entbinden? Weil die Vanessa, die ist ja sowieso, also gut, ab und zu mal als Geist zwar unterwegs. Okay, hier ist die Tessa. Was machst du? Termiten ansehen. Ich weiß jetzt nicht genau, lernen die eigentlich irgendwas daraus, indem sie diese Viecher da so anschauen? Ich habe keine Ahnung. Jespel-Schmetterling ansehen. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, ob Tassilo hat den Voodoo-Bann erfolgreich gebrochen. Ja, cool. Hast du jetzt das Ding eingesteckt? Nö. Ah, da oben hingelegt. Okay. Na gut. So, mein lieber Tassilo, was muss ich denn noch mit dir machen? Du musst dringend noch ein Buch schreiben. So, ich muss mal gerade gucken. Wir haben jetzt Dienstag und um 9 Uhr geht es auf zur Arbeit. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehst du erstmal noch mal ein bisschen weiterschreiben, wie vom Herzen gewinnt. Na gut. Und unsere Alina, da geht mittlerweile hoffentlich ein bisschen besser. Die hat vielleicht mit den Kids hier Spaß, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kannst du da mal hier was verwenden. Und irgendwie Spaß müsstest du im Grunde haben, aber auch die Daten noch durchsuchen. Das kannst du dann hier am PC noch machen. Geheimdienstdatenbank durchsuchen. Ich möchte jetzt echt mal, dass ihr ein bisschen... Alexa trauert mal wieder hier. Alexa, du könntest hier mal ein bisschen was reparieren. Und eigentlich ist sie müde, okay? Auch sie muss um 9 anfangen zu arbeiten, so ein Mist. Okay, ich lasse sie jetzt einfach mal schlafen. Die Kids, die müssen jetzt direkt gleich eigentlich zur Arbeit. Ich meine, auch mistiger. Guck mal, alles ernten, und eigentlich müsste auch mal das Zeugs hier bewässert werden und weiterentwickelt und so. Die Kinder können da, glaube ich, noch nicht helfen. Nee. Okay. Wo haben wir denn unseren Theo? Theo ist hier, der isst irgendwas und plaudert mit seiner Schwester. Ich glaube, die zwei, die verstehen sich auch wirklich ganz gut. Ich finde, die sehen auch unheimlich cool aus zusammen. Wirklich, die zwei gefallen mir total. Er ist ein Genie. Genies sind häufiger auf geistige Bestreben konzentriert, die sie zum Glücklichsein benötigen. Okay. Oh Gott, ihr habt auch die Hausaufgaben nicht begonnen gehabt. Na super. Planke runterrutschen. Oh, mach nichts Böses. Mach nichts Böses. Wow. Ja, ich hoffe wirklich, dass es so ist, dass die Kids nicht aufgefuttert werden. So, ihr drei müsst ab in die Schule. Tamara ist bereits zur Schule. Theo, ich glaube, der räumt anscheinend das noch auf. Ich habe keine Ahnung. So, Alexa ist jetzt schlafen gegangen. Tassilo, der schreibt noch. Mit ihm versuche ich noch hier da irgendwie was hinzukriegen. Und unsere Alina, wann musst du zur Arbeit? Um 10, okay. Also das ist jetzt wieder... Jo, also gut. Tessa, dann geh du mal... Ach, Tessa, ja. Sie muss sich noch ein bisschen um den Garten kümmern. Sie hat keine Zeit für die Schule. Egal. Ich weiß gar nicht, hattest du Hausaufgaben? Oh Gott, die Kids haben alle drei keine Hausaufgaben gemacht. Sie ist Einserschülerin, Theo ist momentan Dreier und auch die Tamara. Gut, die zwei sind ja erst vor kurzem
in die Schule gekommen. Von daher. So, Tessa, ich glaube, jetzt reicht's. Jetzt kannst du mal... Oh, jetzt hat die Kuh Hunger. Aber Tessa läuft natürlich vorbei und ja. Okay, das habe ich jetzt auch das erste Mal gesehen, wie die Kuh das herausstreckt, muss ich gestehen. So, in einer Stunde muss auch Alina... Ich tu mal ein bisschen noch vor hier so. Okay, du darfst aufstehen und du darfst hier mit auch... Oh, ja, Tassilo hat es noch geschafft, das Buch fertig zu schreiben. Allerdings hier hat er die Leistung nur ja, 75% geschafft und unsere Alexa ja, nee, hat nicht begonnen. Hm. Und Alina, oh, 25% erledigt. Mist, Digga. So, okay, komm. Du darfst jetzt mal das füttern. Und danach kannst du vielleicht, weiß ich nicht, mit der Kuh mal spielen noch oder so. Irgendwie brauchst du nämlich Spaß. Wo ist sie denn? Komm schon, Alina. Ja, jetzt kannst du dann gleich zur Arbeit gehen. Cool, 2705 Tantiemen für unsere ganzen vielen Bücher. Die Sims mögen heiß, bringen momentan am meisten, so wie ich das jetzt sehen kann. So, und Alina geht auf zur Arbeit. Wer ist das? Ben Tyson, unsere Haushaltshilfe. Wir haben einen Mann? Ach so, wir haben ja einen neuen irgendwie geholt, gell? Ben Tyson, okay, der macht... Ich guck mal, während keiner von uns zu Hause ist, ist er hier. Okay, was er also alles macht. Also ich gucke jetzt mal ein bisschen drüber. Was er so tut. Ah, guck mal, das Essen kann ich... Das stelle ich mal weg. Ich glaube, so... Das kann ich doch... Das kann oh, eine Zook. Eine Zook. Was? Die Verbindung, hä? Okay, hoch. Lernen im Freien. Okay, draußen lernen. Ich muss gestehen, ich gucke jetzt da gar nicht groß nach. Jo, Tessa, was? Fühlt sie sich total überarbeitet? Wie auch immer. Diese Dinge habe ich schon bei Sims 2 dann irgendwann mal zwischendurch immer wieder aufgehört. So. 56 Simoleons kostet er uns. Der hat ein bisschen was aufgeräumt. Irgendwo klingelte das Telefon gerade. Naja. Er hat ein bisschen was aufgeräumt, hat aber nicht alles aufgeräumt. Guck mal, hier liegt eigentlich auch sogar noch was. Ja. Es ist ja echt toll. Und hier müssen wir dann uns auch nachher noch gleich um den Garten kümmern. So, was mache ich denn mit euch? Fleißig arbeiten. Die Kids arbeiten mal fleißig. Alexa, mit Kollegen Kontakt knüpfen, über Kunst nachdenken. Tassilo, verbessert die Arbeitsleistung, Möglichkeit der Stimmung beschämt. Okay, der Klassiker studieren verbessert die Schreibfähigkeit, verringert die Arbeitsleistung, bietet die Möglichkeit, die Stimmung inspiriert. Komm, ich möchte halt einfach Risiken eingehen. Verbessert die Arbeitsleistung, Möglichkeit, die Stimmung selbstsicher oder traurig. Komm, das machen wir. Warum ist sie gelangweilt? Zu viel Informationen, weil Geheimdienstdatenbank durchsucht. Ja, das ist ihre Arbeit, ihre Tagesaufgabe, verdammt. Gottes Willen, ey. So, also die machen jetzt keine Ahnung was. Ich muss mal ein bisschen vorspulen, sonst wird es ja nichts heute hier. Das ist natürlich das Doofe gerade. Sonst sind wir mit Tom. Wer ruft denn da ständig an? Hey, wir hatten schon lange keine Versammlung mehr. Wie wäre es, wenn wir uns alle treffen? Wir treffen uns hier gut, Eichhof. Alle werden da sein. Schaffst du das? Nein, ich bin nur an der Schule. Mann, wann kommt die eigentlich? 15 Uhr. Sie ist, glaube ich, ziemlich die erste. Nee, die drei, wie auch immer. Was wollte ich gerade sagen? Sonst sind wir mit Tom immer auf die Arbeit gegangen. Und jetzt hier, Naja, gut. Zufriedenstellende Leistung. Und unsere Tessa hat eine 1. Das ist doch immerhin etwas. So, sie ist angespannt, weil sie Vergnügen braucht, Informationsflut wegen Schulereignis und von Schule gestresst. Sie lernt einfach zu viel. Ist ein bisschen deswegen angespannt. Was würdest du gerne machen? Bei jemandem Luft machen? Na, dann mach dir mal Luft bei Tamara vielleicht. Über Probleme beschweren.
aufwecken. Tamara, ich muss mit dir, meine Nichte hier mal ein bisschen quatschen, Ärger Luft machen. So, und wichtige Lektion lehren, über Lieblingsschriftsteller reden. Und überhaupt. Ach, guck mal, wir können auch kurz mal auf Kennenlernen gehen. So, die zwei quatschen einfach miteinander, während Theo mal gedacht hat, komm, ich geh mal was spielen. So, mein lieber Theo, du müsstest Schachspiele spielen, 2 Stunden mit einem Erwachsenen lesen. Die Mama will das übrigens auch und vielleicht hast du ein bisschen Hunger. Also wir, viel zu essen gibt es nicht mehr, aber ein bisschen, das reicht noch für uns. So, das und dann machst du noch ein paar Hausaufgaben. So, und unsere Tamara, dir geht es ähnlich, die will auch noch ein bisschen was essen. So, dann isst du auch noch was, machst danach auch noch Hausaufgaben. Und ich würde mal trotz allem sagen, nee, was essen mag sie jetzt nicht. Aber mal auf die Toilette gehen. Und ja, wir können mal ein bisschen hier Kochkanal, Kinderkanal, Nachrichten. Hat sich da irgendwie ein bisschen was verändert? Oder meine ich das nur? Romanze ansehen. Mal gucken, ob ihr das Spaß macht. Wo warst du denn, Tessa? Und wenn alle da sind, können wir dann mal wieder hier was anfangen. Ja. Warte mal, was müssen wir denn hier noch? Ah, Charisma-Fähigkeit und mit 5 Gruppenmitgliedern über die Gruppe reden. Das müssen, muss ich also auch noch irgendwie machen. Dann, ja, wenn die anderen nach Hause kommen. Oh, warum bist du wütend? Ach nee, unwohl. Oh, das ist rot. Nee, orange, nicht rot. Oh Gott, ja, sie ist total müde. Meine Güte. Okay, ja, die 2 Kids hier, die essen miteinander. Befördert! Yeah! So muss ich stopp. Stopp! Ja, cool. Befördert. Unser Tassilo ist befördert worden. Ist jetzt Verfasser regelmäßiger Beiträge. Er verdient 6 Simoleons mehr. Das macht einen Stundenlohn von 50 Simoleons. Bonus von 703 Simoleons. Dann noch ein eingerahmtes offenes Buch. Und neue Kleider. Mhm. Schade, dass ich die neuen Kleider nicht immer irgendwie... Wie sehe ich die denn, dass sie die neu sind? Naja, egal. So, wir müssen 8 bis 16 Uhr demnächst immer wieder arbeiten. Okay, super. Und Alexa hat 184 mit nach Hause gebracht und tolle Arbeit geleistet. Na, das ist doch... Herzlichen Glückwunsch, Tassilo. Ich gucke mal in unseren Haushaltsinventar. Das ist es, ein eingerahmtes, offenes Buch. Wo machen wir das denn hin? Dacht, komm, guck, das machen wir. Warte, so. Das machen wir hier in dein Zimmer mal ausnahmsweise. Cool. Ein bisschen weiter runter, oder? So. Ja. Das ist doch cool. So. Ein eingerahmtes, offenes Buch. So, ja, mein lieber Tassilo. Techtelmechtel im Busch, in Schrank Baby machen. Wir machen mal ein Techtelmechtel im Busch. Und da hinten ist übrigens irgendwas kaputt gegangen. Ja. Sie gehen mal wieder in den Busch, die 2. Auch wenn Alexa vollkommen müde ist, das ist egal. Die kann das im Schlaf mittlerweile. Und unsere Tessa, die... Ja doch, es macht ihr Spaß, die Romanze zu schauen. Wechsel einfach mal den Kanal, was dir mehr Spaß macht. Was ist das um Himmels Willen? Ich guck mal. Ah, hier draußen im Busch geht's schon ab hier. Dun, dun. Die Kinder kriegen nichts mit. Die machen drin nämlich die Hausaufgaben, hoffe ich doch mal. Dass sie noch dabei sind. Ja, alle beide. So, dann schicke ich aber mal unsere Alexa danach ins Bett. Ha, ich traue mich ja echt nicht, noch ein paar mit dem Baby zu machen. Wobei es mich doch ein bisschen juckt. Also so ein bisschen juckt es mich. Aber ich glaube, die sind noch jung genug. Die können später auch noch. Juhu! Wow, wow, wow. Hier geht es ja wirklich ab. Hier 2.
Ihr seid echt zwei harte. Also. Irgendwie, ich mag sie echt total, die zwei. So, Tassilo, geh mal auf die Toilette noch. Oh mein Gott. Und, geringe Tantieme, ansehnlicher Betrag. Das machen wir wieder an den Verlag. Dann schaue ich nochmal die Tagesaufgabe. Da musst du noch dran. Und hier müssen wir ja sowieso... Oh, wir haben sogar jetzt mittlerweile einen Bestseller mal geschrieben gehabt. Cool. Schreiben. Genrebuch. Was nehmen wir denn mal? Oh, mir ist gerade noch so ein bisschen nach Poesie. So, das darf er dann mal machen. Dann gehe ich mal zu den Kids wieder. Ah, sie sind soeben beste Freunde geworden. Und gleich haben sie die Hausaufgaben erledigt. Und unsere Tessa, entschuldige, Hausaufgaben machen. Die darf auch mal Hausaufgaben machen. So, musst du schon Zusatzhausaufgaben? Nee, brauchen wir nicht. Dann Schach spielen. Wie wäre es, wenn ihr beiden dann jetzt zusammen noch Schach spielen geht? Das fände ich cool, auch wenn Tamara ja eigentlich mehr so die, ja eigentlich mehr inspiriert, was machen sollte. Ach Gott, die hat ja auch schon... Oh, hallo Alina. Hallo Alina. Alina ist auch angespannt. Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Okay. dann würde ich mal einfach sagen, Alina, ich möchte dir mal heute hier Sims Forever spielen. Lyrisium. Ja, ja, Gedichtband macht auf jeden Fall. So, wo ist Tessa? Tessa ist immer noch hier. Und, ach so, Kanal hat sie nicht, gar nicht gewechselt. Sie hat die ganze Zeit die Romanze geguckt. Deswegen ist sie auch voll kokett geworden hier. Meine Güte. Ich muss mal ein was kurz auch nochmal gucken. Wäre eigentlich irgendein Mann, den wir schon kennen? Ach Gott, ich kann ja kaum jemanden anrufen hier. Der ist verheiratet. Mirko Schmitz, naja. Weiß ich nicht. Naja, gut. Ich lasse jetzt erstmal Hausaufgaben machen. Hier im, doch hübschen, roten Wohnzimmer. Das, ja, das gefällt mir schon auch ganz gut hier. So, okay. Level 2 der Mentalfähigkeit hier draußen. Wie weit seid ihr denn? Wie weit bist du denn mit deinem Schlafen? Oh Mann. Ich spule mal gerade ein bisschen vor. Okay, hier klingelt das Telefon. Hi Alina, hier ist Steffi. Hast du Lust, einen Abend mit mir abzuhängen? Inselklippe, die Klippen. Verdammt, nein. Jetzt momentan. Ich habe echt hier viel zu tun. Ich muss. Wir müssen eigentlich auch nochmal den ganzen Garten. Oh mein Gott, guckt mal. Gegen Käfer besprühen. So. Wir starten mal und nochmal was hier. Und zusammen bewässern. Zusammen jäten. Können wir auch noch irgendwas ernten? Alles ernten. Guck mal, Ted kommt ja dann auch immer gegen Käfer einsprühen. Ted kommt ja dann auch immer. Die Kids kann ich natürlich wie erst dann, das hatte ich ja schon gesagt, erst dann mit hinzufügen, wenn... oh, jetzt holen die alle was zu essen daraus. Ich muss noch kochen, Mensch. Kimama, die ist hinter irgendwo im, Flur und schreit. Also ich glaube, die will ja spielen oder so. Und hier macht auch... Mann! Kommt, ruft mal den Reparaturservice an. Was macht er? Er schreibt immer noch das Buch. Du schläfst noch. Und Alina gegen Käfer einsprühen. Kannst du auch den Reparaturservice anrufen? Wo ist denn unser Theo? Ah, da.
Genau, die rufen mal den Reparaturservice an. Pizza. Nö, ich kann nur den Pizzaservice anrufen. Nee, den wollen wir nicht anrufen, Theo. So, mein lieber Theo, was möchtest du denn noch? Keine Ahnung. Ich lasse ihn jetzt einfach nochmal kurz selbst und alleine spielen, während ich nochmal kurz gucke, was Tamara macht. Okay, die ist jetzt echt müde. Dann schicke ich die mal zum Schlafen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie zum Inspirieren bringe. Ich muss mal hier... Ah, guckt doch mal hier. Das hat Tamara gemalt, schätze ich mal. Genau. So, wieder ein Buch fertig von unserem Tassilo. Ja, Wahnsinn. Dann gucken wir mal, dass wir das auch an einen Verlag verkaufen. Und zusammen jäten, gegen Käfer sprühen, alles ernten, zusammen bewässern. Oh, und ja, hier füttern. So, Mentalfähigkeit 2, sehr schön. Aber hier steht immer noch nur 1. So, unsere Tessa, die ist fertig damit und jetzt geht's ab nach draußen. Genau, Tessa gibt den... Was machst du? Was macht sie? Hä? Tessa! Ist okay. So. Einmal nach draußen bitte allesamt. Ich müsste mal irgendwie hier draußen noch ein bisschen Licht machen, hä? Einmal, genau. Einmal besprühen und überhaupt alles machen, was auch immer. Ich spule mal gerade ein kleines bisschen vor, während wir denen alle zugucken. Ja, bewässern und jäten und ernten und zusammen jäten. Wie auch immer. So, unsere Alexa wecke ich dann auch mal dazu noch auf. Okay. Tessa hat nur den Hut aufgesetzt, das andere noch gar nicht. Hier, alles ernten. Und weiterentwickeln. Mikroskopprobe sammeln, weiterentwickeln. Finger gegen Käfer einsprühen. Eieiei. Weiterentwickeln, so. Tessa, was ist mit dir? Die ist ziemlich erschöpft. Und Hunger hat sie auch noch. Ah. Verdorbenes Essen aussortieren. Und ich glaube, sehr viel mehr haben wir dann nicht mehr drin. Wir müssen erstmal was kochen. Verdammt. Abendessen servieren. Makaroni und Käse. Dann muss Tessa mal kochen heute. Und Tassilo. Achso, der ist noch dabei. So, Service engagieren. Wo haben wir denn Service engagieren oder Reparaturservice? So. Also hinter mir höre ich Kimama andauernd schreien. Das ist ja echt Hammer. So, wer ist das? Das müsste Vanessa sein, ja. Hey, Vanessa. Die ist wütend. Warum bist du wütend? Wütende Geister finde ich furchtbar. Ach Gott, guckt mal, wie die Steffi da hier so... Ach Gott, so. Ich nehme nochmal hier so Gruppen, Dingsbums, was auch immer. Ich möchte nämlich mal hier... Ah, genau. Gruppensiegel, Gruppenbanner... Gruppenflagge. Wie viele Punkte habe ich? 757. Okay, ich fange mal an mit der Gruppenflagge. Ja, die möchte ich. Und den Gruppenteppich. Ja, den möchte ich auch. So, dann müsste das nämlich hier... wenn ich jetzt nur wüsste, wo... Was ist denn das eigentlich? Okay. In Deko. So, irgendwas müsste jetzt eigentlich freigeschaltet sein. Gruppenbanner. Gruppenwimpel.
Mystiker. Ich dachte, das ist das hier, aber das ist der Gruppenbanner. Den kann ich nicht anklicken. Das ist doch doof. Also ganz verstehe ich es also noch nicht. Was oder wo das dann... Was habe ich denn? Die Gruppenflagge und Gruppenteppich. Okay, noch einmal. Teppich. Dann wollen wir doch mal gucken, beim Teppich zumindest. Teppich mit Symbol Entertainer. Also eigentlich hätte ich das ja auch. Das Unverzichtbarkeit. Orakels Verbrecherkarriere, okay. Also irgendwie finde ich das sehr seltsam. Ich weiß nicht, wo kriege ich denn das her? Vielleicht weiß es ja jemand von euch und kann dazu noch irgendwas sagen. Ich habe keine Ahnung, wo man dann diese Gruppenteppiche etc. dann herbekommt. Hallo. Marcus. Hi, hi. Wer bist du? Patrick Winter. Mach mal hin, ne? So, ja. Du kannst mal. Also er geht jetzt mal ins Bett und der darf das hier reparieren und hier drüben ist auch noch was zu reparieren. Ich hoffe mal, dass er beides macht. So, ich gucke mal nach unserem Theo. Theo. Jo, der. Oh, hat jetzt schon Level 3. Geh mal schlafen, Theo. Es wird Zeit. Tessa macht was zu essen. Und Alexa. Oh. Die wird vom Geist erschreckt. Die Alexa wartet auf jeden Fall noch aufs Essen. oder auch nicht. Irgendwas hat sie sich jetzt... Mikrowellengericht. Okay, sie macht sich jetzt ein Mikrowellengericht. Das war nicht Dings genug. 108 hat er. Okay, er hat auch wirklich alles... Wo geht er jetzt hin? Nach hinten raus anscheinend. Okay. Hier sind schon zwei Geistern hier rum. Die machen alles kaputt. Das ist Tabea und Vanessa. Okay. So, Alina. Du kannst dann mal das hier aufwischen. Dann hier einmal ein Gericht nehmen. Und danach kannst du ins Bett, glaube ich. Dann bist du müde genug. So, Tassilo. Der ist auf jeden Fall erstmal im Bett ganz gut aufgehoben. Alexa isst jetzt ihr Mikrowellengericht. Naja, gut. Die Tessa, die isst auch gerade noch was. Dag, dag. Danach würde ich sagen, könnte sie eine nachdenkliche Dusche nehmen und dann ins Bett. Wobei, du kannst direkt hier oben die Dusche machen und dann ins Bett. Und, die zwei Kids, die schlafen ja sowieso. Achso, Alina, du machst jetzt auch alles sauber, klar. Ach Gott, es ist ja wieder so viel los hier. Es ist wieder so viel los, dass ich eigentlich gar nicht auf die Uhr geguckt hatte. Ja, wir machen auf jeden Fall dann morgen weiter hier an dieser Stelle. Und es ist mal wieder unheimlich viel los. Ich bin auch wirklich echt am Überlegen, ob... Okay, ich glaube, Tanja hat die ganze Zeit Sport gemacht da unten. Ich bin auch am Überlegen, ob wir noch ein Kind machen sollten oder ob wir ein bisschen noch warten sollen. Und ich muss oder darf diesmal Alina nicht vergessen, die das letzte Mal ja so traurig war, weil sie keine Geburtstagsparty bekommen hat. Deswegen wollte ich definitiv morgen Geburtstag feiern. So, ich sage jetzt ein Tschüss und Goodbye, bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.